Ich will Priester werden, weil ich den Menschen das weitergeben möchte, was ich selber kennengelernt habe, den Glauben in meiner Heimatpfarrei, in den Pfarreien, wo ich im Praktikum war, und einfach diese Begeisterung weiterzugeben als Zeuge Jesu Christi. Ein Schlüsselerlebnis für meine Berufung war am Tag meiner Firmung, als ich selber dann gespürt habe, dass der Heilige Geist in mich Besitz genommen hat. Und ab diesem Moment begann ich dann als Ministrant, als Mesner und dann durch meinen Pfarrer geleitet den Weg ins Priesterseminar. Die zentrale Stelle, die jetzt für mich wichtig ist in der Bibel, lautet: Brannte nicht das Herz in uns, als er mit uns redete? Ich beziehe diese Stelle auf dieses Ereignis, was vor vielen Jahren in der Firmung geschah, als der Heilige Geist Besitz nahm. Und so wie den Emmaus-Jüngern brannte auch mir das Herz am Tage der Firmung. Ich will Priester werden, weil ich glaube, dass Gott mich in seinen Dienst ruft. Deshalb will ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen und mich von ihm in den Dienst nehmen lassen. Als Ministrant habe ich das gute Beispiel meines Heimatpfarrers erlebt, das mich zum Überlegen brachte, ob dieser Dienst nicht auch etwas für mich sei. Durch die Liturgie und Kirchenmusik bin ich mehr und mehr in diesen Dienst hineingewachsen. Eine Stelle aus der Heiligen Schrift, die mich immer wieder fasziniert, ist aus dem Buch der Psalmen. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Diese Stelle zeigt mir, dass die Gnade Gottes meinem eigenen Tun vorausgeht, aber auch dann mein Mittun erfordert. Ich will Priester werden, zuerst, weil ich glaube, dass der Herrgott will, dass ich diesen Dienst in der Kirche übernehme. In meiner Familie und in meiner Heimatpfarrei ist dafür der Grundstein gelegt worden. Und in meiner Zeit im Priesterseminar und jetzt im Praktikum hat sich diese Überzeugung verfestigt. Ein herausragendes Schlüsselerlebnis hat es für mich nicht gegeben. Es war zuerst eine Faszination, eine Sehnsucht da, die bis zum heutigen Tag gewachsen ist, bis zu dem Punkt, an dem ich sagen kann, ja, ich möchte, dass diese Berufung zu etwas Endgültigem wird. Eine Stelle aus dem Buch Tobit ist für mich in letzter Zeit wichtig geworden. Tobit sagt ganz am Schluss des Buches, so als Fazit seines Lebens, viel vermag die Barmherzigkeit. Und genau das erhoffe ich mir für meinen Dienst an Gott und an den Menschen, dass die Barmherzigkeit, dass das Mitfühlen und das Mitgehen das Entscheidende ist.